Das Geld ist zurzeit knapp an der Universität Greifswald. 77 Stellen sind insgesamt gefährdet. Davon allein 16 an der Philosophischen Fakultät. Auch der Bereich der bildenden Kunst am Caspar-David-Friedrich-Institut ist davon betroffen. Dies macht vor allem den Studenten große Sorgen. Je weniger kompetente Lehrkräfte am Caspar-David-Friedrich-Institut tätig sind, desto schwieriger ist es auch, die Studierenden zu prüfen. Und Studierende haben dann dadurch nicht mehr die Möglichkeit, ihr Studium in der Regelstudienzeit zu absolvieren. Dadurch wird halt geht noch mehr Zeit verloren. Nachdem Professor Ulrich Puritz in den Ruhestand gegangen ist, wurde auch sein Assistent entlassen. Allein dadurch entfallen schon 20 Lehrstunden pro Woche. Der Lehrstuhl für Theorie und Praxis wurde noch nicht wieder neu besetzt. Stillstand beim Auswahlverfahren? 3 Bewerber sollen in der engeren Auswahl sein. Wir als Studierendenschaft sehen das ein bisschen kritischer. Wir haben das Gefühl, auf einem schleichend sinkenden Schiff zu sitzen. Es ist nämlich so, diese Professur, wie jetzt schon gesagt wird, wird zum Sommersemester definitiv erstmal nicht mit einer Professur gleichwertig besetzt. Diese Assistentenstelle, die daran gebunden ist, fällt weg. Und damit haben wir nur noch 2 Professoren. Auch die Stelle eines Leiters in der Druckwerkstatt wurde nicht verlängert. Sorgen bereitet auch die Zukunft der anderen beiden Professuren. Ein Vertrag läuft in 2 Jahren aus. Der 3. Professor wird voraussichtlich in 4 Jahren in den Ruhestand gehen. Es herrscht Angst um weitere Stellenkürzungen. So wurde eine Protest-AG ins Leben gerufen. Mit den Aktionen machen die Studenten auf die Situation aufmerksam. Unter dem Titel "Wir sind blind, weil man uns die Bildung nimmt", da haben wir diese Blindenbinden verteilt, um einfach darauf aufmerksam zu machen. Wir hatten oder haben laufen eine Blutspendeaktion, die im Namen des Caspar-David-Friedrich-Instituts gemacht werden kann. Dann haben wir sehr erfolgreich eine Protestwerkschau organisiert, die hat in der Polyfaber stattgefunden Ende Januar. Auch der Minister für Kultur und Bildung lässt sich entschuldigen, aber wir wollen all diesen Menschen und der Öffentlichkeit zeigen, dass wir nicht einfach nur die Tuschetanten und Kartoffeldrucker sind, sondern dass wir auf unsere eigene Art und mit unserer Art besonders sind, die Universität besonders machen und deswegen eben auch eine schützenswerte Art darstellen. Auch am 5. März fand wieder eine Protestaktion statt. Die Studenten veranstalteten eine Aktion unter dem Motto "Greifswald malt für die Kunst". An der konnten sich auch die Bürger beteiligen und ihre Unterschrift in eine Liste eintragen. Online gibt es eine Petition, in der sich mittlerweile über 900 Menschen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus eingetragen haben. Diese soll im Landtag eingereicht werden. Nicht nur die protestierenden Studenten wären die Leidtragenden bei einer befürchteten Schließung des Instituts. Denn bisher ist Greifswald einziger Ausbildungsort für Kunstlehrer in MV. Und Kunststudierende bieten halt eine kulturelle Bereicherung der Stadt. Und diese kulturelle Vielfalt ist natürlich eng gekoppelt mit dem Tourismus von Mecklenburg-Vorpommern. Also das Caspar-David-Friedrich-Institut bildet sozusagen eine Grundlage für den künstlerischen Nachwuchs. Und dieser sichert die touristische Qualität dieses Landes. Und der Tourismus ist nun mal einer der wichtigsten Wirtschaftszweige von Mecklenburg-Vorpommern. Mittlerweile ist das Berufungsverfahren für die Stelle von Professor Puritz wieder aufgenommen worden. Besetzt werden soll sie aber erst im Wintersemester. Bis dahin wird nur eine Vertretung eingesetzt. Den Protest werden die Studenten des Caspar-David-Friedrich-Instituts aber weiterführen.